Hey Leute, ich bin Martin von MP Garage und wir sind gerade auf dem Weg nach Immenstadt. Das ist eine Stadt zwischen Meersburg und Friedrichshafen am Bodensee. Und was euch da heute erwartet, seid gespannt. So, wir sind jetzt in Immenstadt angekommen und heute geht es wieder um den Audi R8. Und zwar wird bei ihm mit Trockeneis die Ansaugung gereinigt, damit der Wagen wieder richtig Luft kriegt und wieder sein volles Potenzial auspacken kann. Doch was ist Trockeneis eigentlich? Trockeneis ist festes Kohlenstoffdioxid, also sprich CO2 in fester Form, und es geht direkt in Gas über bei Temperaturen über minus 78,48 Grad Celsius. Es bedeutet, es supplementiert. Und es kommt auf der Erde auch nicht in natürlicher Weise vor, aber auf dem Mars und manchmal auch in Meteoriten. Hier können wir zum Beispiel jetzt einen Block aus Trockeneis sehen, aber für was braucht man Trockeneis eigentlich? Man kann es zum Beispiel als Kühlung im Motorsport von Motoren verwenden oder in der Medizin und Biologie, zum Beispiel um Warzen zu behandeln oder Betäuben von Bienen. Oder wie in unserem Fall zum Reinigen. Dabei wird feines Trockeneisgranulat auf die zu reinigende Fläche gesprüht. Das bindet sich dann mit dem Schmutz. Dieser wird gefroren und löst sich dann von der Oberfläche ab. Bei dem Fahrzeug handelt es sich diesmal um einen R8 V8 Spider, tiefer gelegt mit einem H&R Deep-Fahrwerk, Vollschalensitze, Carbon-Interieur und dem V8 FSI-Motor, dem gleichen wie aus dem letzten Video. Hier haben wir schon angefangen, ein bisschen zu zerlegen. An diesem Stutzen kann man schon erkennen, da befindet sich Öl drin. Und das ist schon mal das erste Anzeichen dafür, dass eine Reinigung notwendig ist. Die Hochdrehzahl-Saugermotoren von Audi haben durch die Bank dasselbe Problem. Und zwar bekommen sie in der Ansaugung eine Verkokung. Das passiert unter anderem durch eine Ventilüberschneidung, sprich wenn das Einlassventil aufgeht und das Auslassventil noch nicht ganz geschlossen ist, überschneiden sich die Ventilöffnungen und etwas von dem Abgas gelangt in den Einlassbereich und beschmutzt so die Komponenten dort, wie man hier an diesen Blättchen sehen kann oder an der Ansaugbrücke. Und um die Kanäle und die Ventile wieder sauber und frei zu bekommen, nutzen wir das Prinzip der Trockeneisstrahlung. Es gibt zwar auch die Möglichkeiten, das chemisch machen zu lassen, allerdings erreicht man damit nie diesen Sauberheitsgrad wie mit einer Trockeneisstrahlung. So, wir sind jetzt soweit und haben die Ansaugbrücke draußen und jetzt starten wir mit der kompletten Reinigung. Die kleinen Blättchen haben wir jetzt schon ins Ultrabad gelegt, dort werden sie gereinigt und das andere machen wir dann mit Trockeneis. Wie man gerade gehört hat, ist es relativ laut und deswegen empfiehlt es sich da auch Ohrschützer zu tragen und auf jeden Fall eine Schutzbrille, weil da können beim Strahlen Schmutzpartikel wegfliegen. Da werden schon viele Sachen weggesaugt mit dem Staubsauger, aber einfach aus der reinen Sicherheit. Außerdem auf jeden Fall Einweghandschuhe anziehen, da man das Trockeneis nicht mit der bloßen Hand anfassen darf und auch die Schmutzpartikel nicht mehr wirklich von der Hand wegkriegt. Hier kann man relativ gut sehen, wie groß diese Schmutzpartikel sind. Die verteilen sich über das ganze Dach. Und hier kann man schon sehen, wie sauber die Ventile werden mit der ersten Reinigung. Und wenn man nochmal nachreinigt, sieht man einen deutlichen Unterschied. Hier sind noch die Ventilsitze etwas schmutzig, aber das kann man mit mehr Nacharbeit und genauerem Arbeiten noch verbessern. So Leute, das war's für heute vom Audi R8 und falls euch das Video gefallen hat, dann liked, lasst einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Wie sollen wir denn den Audi nennen? Sollen wir dem Audi einen Namen geben? Dem Audi A7? Ja. Aber was für ein? Black Beauty. Ich glaube, das ist so ein Standardname für so Autos. Ja, ich glaube auch.